und eine Frage stellt und dann kommen wir ins Gespräch. Weil sonst ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt eine halbe Stunde auf einen einrede und dann jemand, der auf einmal sagt, ja eigentlich hätte ich nicht das wollen hören, hätte ganz was anderes wollen hören, dann geht die Geschichte von vorne los. Machen wir so. Darf ich vielleicht? Nein, nein, einfach. Ohne große. Doch, Sie fangen schon an. Ja. Ich wollte fragen, Frau Erwin, Sie sind ja vier Monate nach der Priesterweihe bereits nach Brasilien aufgebrochen. Mich hätte sehr interessiert, was hat Sie da bewogen für Brasilien und wann ist der Entschluss Brasilien im Innern gereift? Das ist eine lange Geschichte natürlich, das hat angefangen in der Kindheit. Weil mein Onkel, der gehört auch zu unserer Gemeinschaft, der war schon in Brasilien seit 1934 und konnte dann nicht rüber, weil der Krieg ausgebrochen ist. Er hat aber Briefe geschrieben und in diesen Briefen hat er oft von den Leuten am Xingu und vom Xingu und von den Indios gesprochen. Als Bub mit 4, 5 Jahren habe ich schon von Kayapó gehört. Und daheim hat man auch Fotos damit herumgereicht in der ganzen, in eine Großfamilie. Wenn ein Brief zur Tante oder zu meiner Patin gekommen ist, ist der Brief dann in anderen Familien herumgereicht worden. Und man ist so richtig dann drin gewesen. Na gut, ich bin aufgewachsen wie jeder normale Mensch. Ich habe die Volksschule in meiner Heimatgemeinde, dann das Gymnasium in Feldkirch. Und dann, während der Gymnasialzeit, da kam dann eigentlich auch die Auseinandersetzung, was tue ich nachher. Wir haben damals die Arbeiterjugend gegründet in unserem Land und insbesondere die Leute, die aus anderen Bundesländern, österreichischen Bundesländern nach Vorarlberg gekommen sind, die haben damit umarmt, sagen wir so, weil das war früher nicht so einfach. Weil wenn jemand von Kärnten oder von der Steiermark oder vom Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg oder weniger, gekommen sind, dann haben die unseren Dialekt nicht verstanden. Und kein Mensch hat sie angestrengt, damit wir so reden, damit die uns auch verstehen. Die waren so Außenseiter. Und bei der Arbeiterjugend haben wir das aufgesteckt. Wir haben die Leute dann, wisst ihr, was das ist? Herzlichst umarmt. Und da kam das erste Mal für mich so etwas, ich habe da ziemlich auch Leitungsfunktionen gehabt, habe viel Gitarre gespielt, ja, da haben wir gemacht, und. Und auf einmal kam dann für mich die Frage, ja, ich könnte eigentlich ich habe einige große Beispiele von Priestern auch erlebt, damals im Land. Und dann ist es so bei mir so gekommen, ich habe gesagt, ich könnte das eigentlich auch anpeilen. Habe ich dann maturiert und bei der Matura habe ich dann die schwarze Rosette. Kein Mensch hat es geglaubt. In Feldkirch war das früher Brauch, dass man eine Rosette an den Anzug steckt. Schwarz ist Theologie, weil weiß die Farbe der Unschuld ist. Rot ist Jus, weil die Anwälte lügen, ohne rot zu werden. Blau ist Philosophie, weil sie das Blau vom Himmel schwätzen. Und Grün ist Arzt, Medizin, weil die meisten unter dem grünen Rasen bereits sind. Na, wie gesagt, man hat eine Rosette aufgesteckt, ich habe die schwarze Rosette aufgesteckt, die Leute haben gemacht, die machen Witz. Daheim hat der Vater dann gesagt, du, wenn du es tust, dann muss das ernst sein. Und so in die Richtung ist das gegangen. Ich bin dann bei unserer Kongregation eingetreten, Kongregation, die auch hier in Warschau seit vielen Jahren tätig ist, mit dem Missionar von Kostbar Blut, habe ihren eigenen. Ich war im Seminar noch in der Trappvilla, das letzte Jahr dann im neuen Seminar. Und habe in Salzburg studiert, habe Philosophie gemacht, Theologie und bin dann am 3. Juli 1965 bin ich geweiht worden vom Erzbischof Dr. Andreas Rohrabe. Wenn Sie den nochmal anschauen wollen, wenn es ein Foto von ihm ist, das ist der gewesen. Wir haben ihn dann so ganz leger Erzanderl haben wir genannt. Erzbischof war auch Andreas geheißen. Aber vorher muss ich mich natürlich auch entschließen, wo ich dann meine priesterliche Tätigkeit ausführen will. Und da bin ich am 12. Jänner 1965 bin ich zum Provinzial, das war damals der German Koch, und habe ihm gesagt, ich möchte nach Brasilien. Und der hat sofort gesagt, ja, du kannst gehen. Gut, geweiht, 3. Juli, am 2. November habe ich in meiner Heimatgemeinde von meinen Eltern und von meinen Geschwistern und Verwandten Abschied genommen. Bin am 4. November in Hamburg auf die Emsstein, das ist ein Frachter gewesen, der dann Gott sei Dank erst nach der Überfahrt untergegangen ist und nicht während, sonst würde ich das heute nicht erzählen. Da bin ich dann rüber und ich muss ehrlich sagen, wie ich angekommen bin, habe ich gewusst, hier bleibe ich.
heute noch. Ich bin in der Zwischenzeit, das war mit 26 Jahren damals, jetzt bin ich schon 47 Jahre in Brasilien am Xingu, habe es keinen Augenblick, habe ich es bereut, diesen Schritt getan zu haben. Bin 15 Jahre da als Priester tätig gewesen, auch im Schuldienst, weil wir haben die einzige Lehrerbildungsanstalt in der Gegend und ich habe damals in Salzburg etwas studiert und konnte dann auch meine Diplome nostrifizieren lassen, habe dann Erziehungspsychologie, Erziehungsphilosophie in dieser Lehrbildungsanstalt gelehrt und dann 1980 wurde ich zum Bischof ernannt. Am 7. November 1980 hat es mich dann, sagen wir mal so, erwischt. Dann habe ich zum Bischof ernannt und wurde dann am 25. Jänner 1981, ist das also in der Zwischenzeit schon 31,5 Jahre her, wurde ich dann zum Bischof geweiht. Und seither trage ich diese Last. Die Leute haben damals, wie ich zum Bischof ernannt worden bin, habe ich eine Versammlung einberufen, da wollte ich vom Klerus, also von den Priestern, den Ordensleuten, Schwestern und Brüdern, die dort sind, und auch von den Laien wissen, was sie vom neuen Bischof erwarten. Da haben sie mir ein Konzept gegeben. Das Konzept trage ich heute noch mit mir herum, das sind 10 Punkte. Aber ein Punkt hat mich damals ganz besonders berührt, die Leute, die Laien, die Frauen und die Männer haben gesagt, sie wollen vom Schreibtischbischof. Ich soll die Diözese nicht vom Schreibtisch aus verwalten, sondern ich soll dorthin gehen, wo die Leute sind und am eigenen Leib erleben, was sie erleben. Das habe ich versucht zu tun und das bis heute nicht. Das ist nicht so einfach, wenn man sich das vorstellt, weil es ganz andere Situationen. Damit ich das genau dasselbe erlebe, was sie erleben, hat mir schon am 1. Juni 1983, also 2,5 Jahre nach der Bischofsweihe, habe ich bereits einmal die Militärpolizei verhaftet und verprügelt. Da bin ich vor den Leuten am Boden gelegen, mit der Nase nach vorne. Und da habe ich gemerkt. Und damals haben die Leute geschrien zur Polizei, lass ihn los, das ist unser Bischof. Die haben nicht gesagt, das ist ein Bischof, sondern das ist unser Bischof. Weil wenn man so gedemütigt wird, das werden sie ja seit Jahrzehnten, der Bischof auch sowas erleben. Das bindet dann bis heute, das ist so einige Jahre her. Aber die älteren Leute erzählen das halt auch den Jüngeren in dieser Umgebung wissen sie das alles noch. Die haben damals durch 9 Monate die Ernte nicht ausbezahlt bekommen und sind verarmt, buchstäblich verarmt, verzweifelt gewesen. Und nachher, das kam dann natürlich durch die Presse, Fernsehen, alles, dass der Bischof da am Boden liegt und verhaftet wird. Das war einmalig in Brasilien, dass sogar der Vatikan davon mitbekommen hat. Aber die Leute haben dann gesagt, unser Bischof ist Gold wert, weil sie 10 Tage später die Ernte ausbezahlt bekam. Wenn es mich nicht erwischt hätte, wäre das wahrscheinlich bis heute noch nicht ausbezahlt. Aber das wurde dann öffentlich bekannt und dann sind sie angestanden bei der Bank, haben das Geld bekommen. Ja, vieles erlebt, also in dem Zusammenhang, dass ich das erlebe, was die Menschen erleben, dann kann ich sagen, das ist schon passiert. Mein Einsatz gilt den Menschen, speziell auch den indigenen Völkern, die dort noch überleben und jetzt gerade heute im Zusammenhang mit Belomont, von dem Sie ja was gehört haben, das ist auch in Österreich bekannt, mein Ansatz für die Natur oder für die Mitwelt, ich spreche nicht von Umwelt, ich spreche eher von der Mitwelt, das ist nämlich die Welt, mit der wir leben und in der wir leben und ohne die wir gar nicht überleben können, setze ich mich einfach ein. Und wir gehen einer apokalyptischen Realität entgegen, also ich habe wirklich Angst, dass in Amazonien zerstört wird, das Folgen hat für die ganze Menschheit. Nicht an unserer österreichischen Staatsgrenze halt mal.